In der türkischen Stadt Ankara hat es offenbar einen Terroranschlag auf ein Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen gegeben mit Toten und Verletzten. Wir haben darüber bereits in unserem Tagesschau 24 Update informiert und Sie sehen ja auch die Live-Bilder vom Tatort eingeblendet. Wir fragen nun nach bei Katharina Willinger in Istanbul. Was ist zur Stunde bekannt, was sich da in Ankara abspielt? Also vieles von dem, was ich jetzt erzähle, ist noch nicht endgültig bestätigt. Es gibt natürlich auch viele Gerüchte. In den türkischen Medien wird seit anderthalb Stunden etwa über diesen Terroranschlag, wie es vom Innenminister genannt wurde, berichtet. Die wichtigsten Fakten zusammengefasst: Das Ganze hat sich in einer Art Rüstungsfirma abgespielt. TUSAŞ heißt das auf Türkisch. Tay ist auch ein weiterer Name dieser Fabrik. Die stellt hauptsächlich Kampfflugzeuge her, aber auch Kampfdrohnen. Sie macht Updates beispielsweise auch vom F-16-Kampfflugzeug. Und gegen 16 Uhr Ortszeit, so zeigen es auch Bilder von Sicherheitskameras, sind mindestens zwei Angreifer vor diese Firma gefahren. Es gab dann eine sehr heftige Explosion und auf Sicherheitskameras ist zu sehen, wie eine Frau und ein Mann bewaffnet mit Schnellfeuergewehren auf den Eingang sich zubewegen. Es sind auch in den Aufnahmen Schüsse zu hören. Vor etwa einer Minute habe ich die Meldung bekommen, dass jetzt mindestens drei Tote bestätigt wurden, fünf Verletzte. Man kann aber davon ausgehen, dass sich diese Zahl noch nach oben bewegen kann, denn türkische Medien berichten davon, dass Dutzende Krankenwagen auf dem Weg zu dieser Firma sein sollen. Nun hat ja der türkische Innenminister sehr schnell von einem Terroranschlag gesprochen. Wie kommt er dazu? Wie er zu dieser Begrifflichkeit kommt, kann ich nur mutmaßen. Aber wenn man sich diese Bilder anschaut, dann sieht das natürlich nach einem Anschlag mit möglicherweise terroristischem Hintergrund aus. Wie gesagt, das sind mindestens zwei Angreifer, die man auf diesen Aufnahmen, die aus den Sicherheitskameras der Firma stammen sollen, sieht. Eine Frau, ein Mann, schwer bewaffnet, die sich auf den Eingang zubewegen. Man hört auch Schüsse immer wieder. Das war eine sehr schnelle Aussage des Innenministers Yerlikaya vor etwa einer Stunde. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine genauen Zahlen, keine Angaben über Verletzte und Tote. Mittlerweile wissen wir, dass mindestens drei Menschen ums Leben gekommen sind und mindestens fünf Menschen verletzt wurden. Es gibt zudem Berichte ja auch über eine Geiselnahme. Was weiß man da Näheres? Das sind wiederum bisher nur Gerüchte. Da gibt es nichts Bestätigtes von offizieller Seite. Der türkische Nachrichtensender NTV berichtet über eine Geiselnahme auf diesem Gelände. Das können wir also nicht bestätigen. Was wir sehen, ist, dass auch sehr schnell wohl Militär, so sieht es zumindest auf den Bildern aus, auf dieser Firma im Einsatz war. Das liegt daran, dass diese Firma ganz nah an einem sehr großen Militärstützpunkt liegt. Also man kann davon ausgehen, dass da vermutlich auch sehr schnell die Möglichkeit da war, da militärisch zu unterstützen. Die Firma ist übrigens die größte Firma dieser Art, also die Kampfflugzeuge und Drohnen herstellt in der Türkei, weltweit unter den größten 60 und ist sehr gut gesichert. Eigentlich sagen mir Leute, die selbst schon da waren. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese erste Explosion, die wir auf Bildern ja auch sehen können, dass die vermutlich schon auch Sicherheitsleute verletzt oder auch getötet hat. Und was könnte der Hintergrund für diesen Anschlag sein? Auch darüber wird natürlich in den türkischen Medien schon seit der Bekanntgabe spekuliert. Der Innenminister hat von einem Terrorangriff gesprochen. Wenn in der Türkei von Terror die Rede ist, dann ist das in den meisten Fällen entweder islamistischer Terror durch die Terrorgruppe IS, gab es zahlreiche Anschläge in der Vergangenheit, oder aber Terror durch die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, die in der Türkei, aber eben auch in Europa als Terrororganisation gelistet ist. Darüber wird jetzt spekuliert, welche von beiden. Es gibt Gerüchte, man sieht auf den Aufnahmen eine Frau, die ohne Kopftuch um sich feuert. Deswegen gehen viele türkische Beobachter davon aus, dass das kein islamistischer Anschlag sein kann. Ich bin mir da nicht so sicher, bevor wir da die Fakten auf dem Tisch auch wirklich liegen haben. Es gibt auch Gerüchte, ich will
sie einmal benennen, auch wenn ich sie wenig glaubwürdig halte, dass das von einem ausländischen Geheimdienst stammen könnte, um gegen die türkische Rüstungsindustrie vorzugehen. Aber ich würde sagen, die Mehrheit konzentriert sich mittlerweile auf Terror, möglicherweise durch die kurdische Arbeiterpartei PKK. Dankeschön. Nach Istanbul, Katharina Willinger.